Was wäre gewesen, wenn wir gestern nicht diesen starken Anstieg von Nvidia gesehen hätten, der kaschiert hat, dass Apple, Google und Tesla, also drei der Magnificent Seven Aktien, stark unter Druck sind, charttechnisch hochgradig angeschlagen aussehen, im freien Fall sind. Im Grunde an Nvidia hängt also gewissermaßen der gesamte Markt, an dieser KI-Euphorie. Dann haben wir noch Bitcoin-Euphorie, Gold-Euphorie, all das in einer, wie soll man sagen, Dimension, die wir vielleicht zuletzt in der Dotcom-Blase gesehen haben, die wir aber auch in den 1920er Jahren gesehen haben vor dem 1929er Crash. Und damit sage ich nicht, dass sich so etwas wiederholt, aber schauen wir uns mal an, was 1929 passiert ist. Damals hatte sich in den Jahren davor, nämlich von 23 bis 29, der Dow Jones mehr als verdreifacht und man sprach damals von Eternal Prosperity, also dem ewigen Wohlstand, der sozusagen dieses hohe Niveau der Aktienmärkte rechtfertige. Jetzt ersetzen wir mal diesen ewigen Wohlstand durch KI, also durch künstliche Intelligenz, die ja alles verändert, die sozusagen alles total viel produktiver macht, sodass dann die Unternehmen massiv Gewinne machen, keine Mitarbeiter mehr brauchen, wer dann deren Produkte kaufen soll, wenn die Mitarbeiter nicht mehr gebraucht werden, steht auf dem anderen Blatt. Aber wir sehen hier dieses Muster und dann ist es sozusagen von diesem Denken aus des ewigen Wohlstands, heute KI, gab es massive Spekulationen von Großanlegern, aber auch Kleinanlegern. Und zwar nahm man hohe Kredite auf, um sich davon Aktien zu kaufen. Als Sicherheit wiederum wurden diese Aktien dann hinterlegt. Als die Aktien fielen, wurden diese Sicherheiten weniger wert. Und so machte sich dann diese Abwärtsspirale, bahnte sich dann den Weg. Es gab Warnungen im Vorfeld, die als Schwarzmalerei abgetan wurden. Bekannt ist vor allem dieses Zitat des Wirtschaftsprofessors, das ist Irving Fisher, der sagte, es sieht so aus, als ob die Aktien ein dauerhaft hohes Plateau erreicht hätten. Dieser Satz ist legendär geworden, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass die ganze Geschichte einmal anders kommen wird. Und hier sehen wir zum Beispiel mal einen Ausdruck dieser unfassbaren KI-Euphorie meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, die also wirklich sagt, durch KI wird bis 2030 das BIP um 130% zulegen, das heißt mehr als verdoppeln. Aktuell haben wir um und bei 27 Billionen, das heißt die USA würden dann bis 2030 weit über 50 Billionen, Richtung 60 Billionen Dollar an BIP haben wegen KI. Wie das Ganze gehen soll, wenn wir uns die Geschichte mit Copilot oder Gemini mal anschauen, die totale Rohrkrepierer sind, heißt nicht, dass der künstliche Intelligenz nicht wirklich ein Gamechanger ist und maßgeblich unser Leben bestimmen wird, nur mal eben mehr als eine Verdopplung des BIPs. Das ist ein bisschen viel. Hier sehen wir mal die normalen Prozesse. Wenn eine neue Technologie Einzug hält, dann überschätzt man zunächst mal deren Potenzial und verfällt in Euphorie. Internet damals, Dotcom-Blase, alle Firmen, die irgendwie mit Internet etwas zu tun haben, werden steinreich. Dann haben wir gesehen, es sind nur ganz wenige übrig geblieben, die haben dann allerdings das fette Geld gemacht, wie eben Google, wie eben Amazon, wie sie alle heißen, Microsoft. Und langfristig dann hat diese Technologie durchaus sogar größere Wirkungen, als man sich vorstellen kann. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu 1929 und ich will das am Beispiel von MicroStrategy hier aufziehen. MicroStrategy ist eine Firma, die eigentlich keinen anderen Geschäftszweck hat, als Bitcoin zu kaufen. Michael Saylor ist der Chef, der schon ein paar Delikte hinter sich hat, wie man auch im Internet problemlos erfahren kann. Was macht also MicroStrategy? Die kaufen einfach Bitcoin und das Ganze ist eben eine Aktie. Man hat im Prinzip keinen anderen Geschäftszweck, der in irgendeiner Form erwähnenswert wäre. Und Michael Saylor kauft immer mehr Bitcoin und nimmt jetzt auch Kredite dafür auf. Jetzt bringt er schon wieder, das hat er erst kürzlich gemacht, 600 Millionen an Convertible Notes auf den Markt. Das sind praktisch, wenn man so will, ist ein Kredit, für den man Zinsen bezahlt, aber derjenige, der diesen Kredit gibt, hat auch die Möglichkeit, seine Convertible Notes dann in Aktien umzutauschen. Und das geniale Prinzip von Michael Saylor besteht ja darin, dass er sozusagen nur Bitcoin kauft, die Aktie aber viel höher bewertet ist, als eigentlich der Bestand an Bitcoin rechtfertigen würde. Jetzt kauft er noch mehr Bitcoin, indem er noch mehr Schulden aufnimmt. Das Risiko ist ausgelagert, denn er selber verkauft täglich, praktisch täglich seine Aktien.
oder eben Teile seiner Aktien, macht also das Ganze zu Cash. Und statt dass die Leute irgendwie direkt Bitcoin kaufen, wenn sie schon überzeugt sind, dass das Ding nach oben schießt, kaufen sie eben die Aktie von MicroStrategy. Das nutzte hier Michael Saylor, um eben dann schön abzuladen. Das heißt, das Risiko haben diejenigen, die in die Aktie investieren. Er macht sich inzwischen zeitreich und nimmt Kredite auf für die Firma, die letztendlich dann dieses Ponzi-Schema weiter und weiter und weiter treiben. Und das wird so lange gut gehen, bis es nicht mehr gut geht. Peter Schiff sagt hier zu Recht, diese gehebelte Spekulation ist die Ursache, warum Bitcoin nach oben geht. MicroStrategy is going to blow up. The losses will be staggering. The company will likely go bankrupt. Und genau das wird passieren. Nur Michael Saylor wird nicht die Zeche dafür bezahlen, sondern es werden die anderen sein. Das alles erinnert an das Ponzi-Schema, das ja auch in dieser Zeit, nämlich den 20er Jahren, zum Tragen kam. Also praktisch ein System, das darauf basiert, dass letztendlich die Preise immer steigen und immer neues und frisches Geld kommt. Hier sehen wir mal die Aktie von MicroStrategy. Gestern 24% gestiegen, obwohl Bitcoin, glaube ich, nur 7 oder 8% gestiegen ist. Was heißt nur? Hier sehen wir, wie krass überkauft dieser Wert ist mit dieser Fahnenstangen-Symptomatik, die wir hier sehen. Und Michael Saylor von Figuring Out Money bringt es auf den Punkt, ab einem bestimmten Punkt wird das Trading in diesem Markt sehr herausfordernd. Also macht bitte nicht den Fehler und glaubt, dass, weil ihr jetzt Gewinne gemacht habt, ihr besonders viele Skills habt, besonders schlau seid. Dass der wirkliche Skills oder die wirklichen Skills, die werden sich erst zeigen, wenn wir es mit einem anderen Markt zu tun haben. Und wir haben ja im Grunde eine einzige Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober, wo alles gestiegen ist oder sehr viel gestiegen ist, geradezu parabolisch gestiegen ist. Und diejenigen, die dabei waren, die sagen sich natürlich, boah, habe ich ja super gemacht. Wir sehen hier Gold auf Rekordhoch, Bitcoin Rekordhoch, all das Ausdruck der sich lockernden Financial Conditions. Da hat die Fed durchaus einen großen Anteil. Heute Nacht Bitcoin fast das Allzeithoch erreicht. Nicht ganz, es war glaube ich knapp unter 69.000, wir waren über 68.000. Hat aber bisher nicht ganz gereicht. Jetzt wieder zumindest letzter Stand im Bereich 66.000 und einige zerquetschte. Und wir müssen natürlich sprechen von Nvidia, die es geschafft hat, jetzt das drittwertvollste Unternehmen zu werden. Hat Saudi Aramco überholt. 2,17 Billionen die Marktkapitalisierung. Wenn Nvidia die neue Cisco ist, dann müsste man bis $1.100 steigen. Wir haben gestern Super Microcomputer gesehen, die 25% etwa zu gelegt haben oder auf jeden Fall deutlich zweistellig zugelegt haben. Im Grunde eine verwandte Firma mit Nvidia. Hier sehen wir nochmal, wie Nvidia hier aufgeholt hat im Vergleich zu den anderen Schwergewichten. Saudi Aramco überholt in der linken Grafik. Rechts sehen wir den Intraday-Tagesverlauf von Nvidia und sehen kurz vor Schluss oder einigermaßen im späten Handel dann ziemlich saftiger Abverkauf, dann wieder leichte Erholung. Bin mal gespannt, wie die Aktie reinkommt. Heute die Meldung, dass AMD bei KI-Chip-Exporten nach China offenkundig auf eine US-Blockade stößt. Die haben Ähnliches gemacht wie Nvidia. Die haben ihre Chips runtergedimmt, damit sie die überhaupt noch verkaufen können. Aber die Chinesen, bei Nvidia ist das in den Zahlen deutlich geworden, sagen sich, naja, also diese runtergedimmten, diese schlechteren Chips, die brauchen wir nicht, das können wir selber machen und billiger. Also ist das im Grunde eine Strategie, die nicht mehr funktioniert. Bei AMD jetzt eben auch die Beschränkung, dass man hier diese abgespeckten Chips nicht mehr liefern darf. Und das zeigt so ein bisschen diese ganze KI-Gefahr. Erstens haben wir es hier damit zu tun, dass wir hier einen, wenn man so will, geostrategisch relevanten Bereich haben. Das heißt, wir sehen hier diese Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Wenn Nvidia zum Beispiel nicht mehr bei TSMC fertigen kann, also bei den Taiwanesen, weil zum Beispiel China da einmarschiert, dann wird es relativ eng. Wir werden früher oder später sehen, dass natürlich ein anderes Unternehmen dann zur Konkurrenz von Nvidia werden wird. Also da gibt es durchaus ein paar Risiken. Natürlich haben wir jetzt diesen massiven Lauf gesehen und natürlich sind die Zahlen von Nvidia gut, auch wenn da so ein paar Dreiecksgeschäftchen nach wie vor im Hintergrund wabern. Wie auch immer, wir sehen hier, dass jetzt dem Gesamtmarkt, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, die gegenwärtige 4-Monats-Rallye normalerweise nur passiert nach einer Rezession.
Rezession, also wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, die Leute sich freuen, oder in einer Blase, was ist es jetzt, wie hier die Deutsche Bank zeigt? Ich hätte da einen Vorschlag. Wir sehen nämlich die Premium von Wachstumsaktien relativ zu Value-Aktien, haben wir nur zweimal so hoch gesehen, in der Dotcom-Bubble und in der Pandemie, als die Fed die Zinsen auf Null senkte und dann massiv Liquidität in die Märkte geschüttet hat, zur Liquidität gleich mehr. Hier mal eine Umfrage unter den Kunden von JP Morgan. 79% sagen, Nvidia ist überbewertet, aber nur 28% sagen, es ist in einer Blase. Jetzt schauen wir uns mal hier diesen Nasdaq 100 an, wo eben Nvidia, Microsoft, Meta und Amazon alleine 1,5 Billionen Dollar hinzugewonnen haben, während der Rest im S&P 500 respektive im Nasdaq 100 mickrige 75 Milliarden hinzugewonnen hat. Also dieser Markt hängt an wenigen Schwergewichten und wir sehen hier solche Schlagzeilen, wie hoch kann der Markt gehen? Dieser Markt ist unsinkbar. Das ist eine Schlagzeile, die ich mir speichern werde für das, was dann kommen wird. Die Inflationserwartungen dagegen steigen weiter, weil man eben sagt, naja, also wenn das Ganze so weitergeht mit dieser Nachfragestimulation, dann wird es schwer, die Inflation nach unten zu kriegen. Kommen wir mal zu den Dingen, die gestern passiert sind. Und hier sehen wir dieses Auseinanderdriften. Nvidia 3,6% im Plus, Apple 2,5% im Minus, Google minus 2,8%, Tesla minus 7,16%. Also drei der Magnificent Seven Aktien sind ja nicht nur seit gestern unter Druck, sondern schon etwas länger. Google wegen Gemini, jener genialen KI-Bilderkennungssoftware, die ein kleines Problem aufgeworfen hat. Apple ist unter Druck, weil man praktisch gar keine KI hat. Und Tesla ist unter Druck, weil das Produkt, das man verkauft, irgendwie nicht mehr so sexy zu sein scheint, nachdem vor allem die Gebrauchtwagenpreise bei Teslas geradezu kollabieren. Wir sehen aber, Nvidia hält das Ganze mit nach oben, sodass der Nasdaq in Anführungszeichen Nasdaq 100 nur 0,4% im Minus gewesen ist, gleichwohl der schwächste Index in den USA gestern mit leichten Minusvorzeichen. Jetzt gucken wir uns mal die Megacaps an. Sehen wir Apple stark überverkauft, Google stark überverkauft, Microsoft, Amazon und Meta ziemlich stark überkauft und Nvidia extrem stark überkauft. Also wir sehen diese Magnificent Seven, da sind jetzt im Grunde drei rausgefallen. Tesla ist nämlich gestern nicht nur 7% gefallen, sondern und war damit das schlechteste Aktie im S&P 500, sondern ist auch jetzt 24% im Minus seit Jahresbeginn. Wir sehen also im Grunde aus den Magnificent Seven sind Magnificent Four geworden und die Frage ist, kannst du diesen Markt aufrechterhalten, wenn immer weniger dieser Dickfische, dieser Tech-Dickfische diesen Markt tragen? Wir sehen diese Divergenz zwischen S&P 500 und VIX. VIX relativ deutlich gestiegen gestern. Wir sehen auf der anderen Seite New York Community Bank auf ein 28-Jahres-Tief gefallen. Am 11. März enden ja diese Bank-Term Funding Program oder dieses Unterstützungsprogramm und vor allem werden die Reverse-Repo-Volumen immer geringer. Diese Reverse-Repos, die speisen sich aus den überschüssigen Gelddrucken, das die Fed gemacht hat während Corona, weil man dachte, man brauche das. Dann hat man festgestellt, man braucht es nicht, hat es in Reserve gehalten. Jetzt werden mit diesen Reverse Repos im Grunde auch Banken finanziert, die wiederum dann Anleihen kaufen, Staatsanleihen kaufen und damit die Verschuldungsorgie der beiden Regierungen praktisch ermöglichen. Aber hier das Volumen tendiert gegen Null, weil irgendwann ist dieser Topf aufgebraucht. Also diese Liquiditätsreserve, die man gedruckt hat und nicht gebraucht hat, ist irgendwann vorbei. Das dürfte wahrscheinlich spätestens im Mai der Fall sein. Und dann ist die Frage, was macht die Fed? Die Fed wird wohl dann kurzlaufende Staatsanleihen direkt des Staates kaufen. Diese sogenannten T-Bills wird dafür allerdings die Mortgage-Backed Securities rausschmeißen, also die hypothekenbesicherten Anleihen, sodass die Bilanzsumme sich wahrscheinlich gar nicht stark verändert. Aber es ist eine Lockerung der Geldpolitik bzw. eine weniger rigide Geldpolitik auf der Bilanz. Und deswegen wird man mit den Zinsen wahrscheinlich deutlich zögerlicher sein. Das hat zum Beispiel gestern auch Bostic gesagt, Rafael Bostic, Atlanta Fed-Chef, der gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eine Zinssenkung machen und dann erstmal abwarten. Die Märkte haben eben gedacht, naja, das geht dann zack auf zack und zack, Zinssenkung. Er sagt jetzt, ja, könnt ihr mir vorstellen, vielleicht zwei
Zinssenkungen im Jahr 2024, Soft Landing Hardly Assured, wie er hier sagt. Was er sagt auch, und das ist ein Begriff, den damals Alan Greenspan gebraucht hat, allerdings nicht für die Finanzmärkte, sondern für die Wirtschaft, wie er sagt. The threat of what I'll call pent-up exuberance is now a upside risk. Also er spricht hier sozusagen von der Euphorie in der Wirtschaft, die hier zu greifen sei. Man sei extrem optimistisch und versucht also und glaubt hier, dass die Bäume in den Himmel wachsen. All das sind so ein bisschen Zeichen eben für diese Euphorie, die Bostik jetzt natürlich auch bemerken dürfte an den Finanzmärkten, die aber dann eben um sich greift. Das ist wie ein Virus des Optimismus. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen. Nach wie vor 3 Zinssenkungen erwartet von 6 bis 7 noch im Januar. Wir sehen, dass die gestern ein bisschen zurückgegangen sind, die Zinssenkungserwartungen hier im unteren Chart, unter anderem wegen den Kommentaren von Bostik. Und wenn wir festgestellt haben, dass die Aktienmärkte mehr oder weniger jetzt an Nvidia hängen, wenn weiter Apple, Tesla und Google schwach sind, dann hängt die Weltwirtschaft da an den USA. Hier sehen wir mal die Global Growth Revisions. Die sind nach oben genommen worden, weil eben die USA, das ist der mittlere obere Chart oder in der oberen Reihe der mittlere Chart, da sehen wir, wie das Ganze hier nach oben geht in den USA, während es eigentlich überall sonst China, Japan, Eurozone, UK tendenziell nach unten geht. Diese Länder, Japan, Deutschland und UK, sind ja in der Rezession. China steht schwach da, aber das Wachstum in den USA wird ewig sein. Ja, das ist dieser fiskalische Stimulus durch die Biden-Regierung, der das möglich gemacht hat. Die Frage ist, wie lange kann das gut gehen? Und hier sehen wir auch mal, wie stark die US-Firmen scheinbar bei den Gewinnen die Europäer abhängen. Das ist der größte Unterschied seit 2020. Aber würden wir mal hier die Magnificent Seven rausnehmen, dann wären die Gewinne in den USA nicht um 8% gestiegen, sondern um 1,6% gefallen. Das heißt, wir wären in einer Gewinnrezession. Ohne Nvidia also und Co. wird es ein bisschen schwierig. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Bilden US-Aktienmärkte eine Blase? JP Morgan sieht dafür Anzeichen. Nein, glauben Sie davon kein Wort, meine Damen und Herren. Oder doch, hier erste Empfehlung als Artikel und schauen wir uns mal den DAX an. Erste Schwächesignal. Beginn einer Konsolidierung. Ich höre immer mehr Leute, die jetzt sagen, ja, 18.000 im DAX, ist heute die 18.000 schon gefallen? Da werde ich sehr hellhörig in diesem Bereich. Also diese beiden Artikel, Blase, ja, nein, JP Morgan und der DAX zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.